Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Plugin-Vorstellung. Heute stelle ich euch das Hive Jump Pads Plugin vor. Dieses Plugin fügt einfach diese Jump Pads von dem Hive Server hinzu. Denn wenn man da drüber springt, ja, wird man so nach vorne geschleudert halt. Und dass ihr das auf eurem eigenen Server machen könnt und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, die Installation ist wieder ganz einfach. Wir ziehen die gedownloadete Datei in unseren Minecraft-Server Ordner und dann in den Plugins-Ordner. Hier einfach rein. Ja, das war jetzt falsch. Dann starten wir mal unseren Server. So. Ja, wenn der Server gestartet hat, gehen wir in unseren Plugins-Ordner und dann hat sich hier ein Hive Jump Pads Ordner gebildet. Da gehen wir jetzt rein und öffnen die Config. So, hier haben wir jetzt die Konfiguration. Also, ja, jetzt steht hier Disable Falling Damage. Das heißt, dass wenn man über diese Jump Pad geht, dass man halt gar keinen Fallschaden kriegt. Das würde ich auf anlassen. Dann 3x3 Feld würde ich auch so lassen. So 3x3 Trampoline Field. Ja, das würde ich auch alles lassen. Enable Trampolin, das stelle ich jetzt mal auf True. Das zeige ich euch gleich noch, was es heißt. Dann die Trampoline Pressure Plate, einfach die ID der Druckplatte, entweder Stein oder Holz. Dann die Block-ID des Trampolins. Das ist jetzt hier in dem Fall der Redstone-Block. Dann die Höhe. Würde ich auch so lassen. Und dann die Pressure Plate-ID des Jump Pads. Es gibt nämlich zwei verschiedene. Es gibt einmal das Trampolin und das Jump Pad. Das zeige ich euch gleich noch den Unterschied. Ja, die Pressure Plate ID von dem Jump Pad ist 70, dann Block ID wieder Redstone Block. Dann vom Jump Pad würde ich alles so lassen, die Höhe und die Länge. Und jetzt kommen die Sounds. Wenn man jetzt drüber geht, macht der Sound so ein Explosionsgeräusch. Das können wir aber alles ändern. Das zeige ich euch gleich. Und hier noch die Welt, für die das zugelassen ist. So, um das Ganze zu testen, gehen wir jetzt mal auf unseren Server. Okay, das ist jetzt gerade sehr laut. Ja, egal, ich lasse es. So. So, jetzt. Bauen wir hier ein 3x3 Feld. So, jetzt laufe ich da drüber und es macht so einen Explosionssound. Hört sich jetzt nicht so gut an und das ändern wir gleich, aber jetzt teste ich das erstmal noch. Ah ja, genau. Ich habe jetzt hier an der Config was verändert. Um das zu speichern, drücken wir hier auf Speichern. Und geben dann hier slash hjp und dann reload ein. Das heißt, wir tun das Plugin Hive Jump Pads, also hjp, reloaden. So, das ist jetzt fertig und jetzt testen wir das Trampolin. So, das Trampolin machen wir jetzt mit Golddruckplatten. Da legen wir einfach hier eine Golddruckplatte drauf und laufen drüber.
dann werden wir nur hochgeschleudert und nicht weit. Ja, die Höhe können wir ja auch in der Config und alles verändern, aber gut. So, jetzt machen wir hier weiter. Ja, wenn wir hier jetzt wieder die Steindruckplatte hinmachen. Macht es ja da so ein Geräusch. Und dieses Geräusch können wir ändern. Ja, und das Geräusch ändern wir einfach so. Wir gehen in die Config und hier steht ja jetzt Sound Explode. Ja, wir wollen jetzt aber einen anderen Sound. Dann gehen wir ins Internet auf diese Seite. Der Link ist in der Beschreibung. Dann stehen hier die ganzen Sounds. So Anvil Use, Anvil Land. Ganz viel hat's hier. Also alle Sounds, die es gibt. Und da nehme ich jetzt einfach mal, es gibt sehr viele, genau, ich nehme jetzt einfach mal das FIZZ, also FIS. Dann tragen wir das einfach hier in die Config ein, alles groß geschrieben. So, jetzt speichern wir, gehen wir in Minecraft und machen HJP Reload. So, jetzt ist wieder fertig und jetzt macht es das Fis-Geräusch. Und da könnt ihr euch alle Geräusche, wo es gibt, raussuchen. So, jetzt können wir natürlich noch hier einen Effekt einstellen. Ja. Da gehen wir wieder hier rein. Und hier bei Effekt, da steht jetzt Smoke, also Rauch. Eigentlich müsste es bei mir jetzt hier rauchen. Ja, aber das geht jetzt bei mir nicht. Da ich die Animationen alle ausgemacht habe, dass es nicht so leckt. Und deswegen raucht es bei mir nicht. Bei euch sollte es gehen. Und ja, den Rauch ändern wir auch wieder mit dem Internet. Nämlich mit dieser Seite. Da stehen dann alle Effekte. Da gibt es nicht so viele. Am besten finde ich den... wo ist der... Genau, Mobs Spawner Flames, den finde ich am besten, aber ja. Da könnt ihr euch ja alles machen, was es halt gibt. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dieser Vorstellung. Und ja, mich würde es freuen, würdet ihr ein Like geben und ein Abo dalassen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.